So, da bin ich wieder. Frisch aus meinem Schlaf erwacht. Was ich sagen wollte, ich kenne das, wenn ich über die Hypnagogien in den Klartraum reinkomme. Das heißt, ich beobachte so lange Hypnagogien, bis ich merke, dass es ein Traum ist, dass ich an der Stelle feststelle, es ist ein Traum, an der ich wirklich merke, ich habe einen eigenen Körper. Und die ganze Wahrnehmung von irgendeiner Außenrealität, also von meinem Wachkörper, ist verschwunden. Eine Studie, die ich gesehen habe, beschreibt eben das, was ich eben gesagt habe, die Agency. Das heißt, dass ich selber agiere, dass ich nicht nur beobachte, sondern dass ich selber agiere. Das ist einfach die First-Person-Perspektive im Traum, die halt, wie eben diese Studie festgestellt hat, vor allem im normalen oder in einem Traum gegeben ist. In der Hypnagogie hingegen ist man häufig eher in der Beobachterperspektive. Diese Beobachterperspektive kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass man noch den Wachkörper im Bett rumliegen spürt, und deswegen sind die ganzen Bilder, die in der Hypnagogie auftauchen, häufig eher Sachen, die einen nicht so stark betreffen. Das ist so ein Unterschied, der zwischen Hypnagogien und Träumen besteht, obwohl der nicht streng zu fassen ist natürlich. Ihr habt es ja gesehen an meinen Hypnagogien eben. Ich habe auch selber interagiert. Aber da habe ich wirklich bewusst versucht, mir vorzustellen, das zu machen. Und das funktioniert auch. Also man kann auch in der Hypnagogie selber handeln und aktiv sein. Also ein Tipp jetzt auch für euch, wenn ihr Hypnagogien verstärken wollt, wenn ihr wollt, dass die realistischer werden oder dass ihr die kontrollieren könnt, dann stellt euch vor, dass ihr irgendwie interagiert. Ihr seht zum Beispiel eine Szenerie im Wald. Selbst wenn das jetzt nicht so komplett eine stabile Welt ist, in der ihr euch befindet, könnt ihr trotzdem schon mal ein bisschen umhergucken, und dann taucht ein neues Bild auf, das die Sache aus einem anderen Blickwinkel darstellt, weil ihr gerade einfach nur darauf achtet, die Sache eben aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Oder ihr habt in der Hypnagogie diesen Baum, und der ist ja relativ weit weg dann, also der ist ja, also so weit weg, wie ihr es halt gerade seht. Und stellt euch dann einfach vor, ihr würdet näher heranzoomen an dieses Bild und euch die Details betrachten. Einfach nur an die Details denken und daran denken, ich würde jetzt ganz gerne sehen, wie das en detail aussieht. Das, was man hier bei diesem Baum so vorfindet. Dann schaut ihr euch einfach die Details mal genauer an und stellt dann eben fest, dass ihr auch in der Hypnagogie Strukturen sehen könnt, und wenn ihr die Sachen genauer anguckt zum Beispiel, dann werden die realistischer, dann kriegen die irgendwie mehr Gestalt, dann hast du mehr Eindrücke von dieser einen Sache, und das führt dazu, dass das Bild erst einmal stabiler wird, das heißt, die Hypnagogie verflüchtigt sich nicht so schnell, dann kann man es irgendwann auch anfassen, dann kann man auch irgendwann dran riechen oder es einfach in den Hund nehmen. Einfach mal essen. In der Hypnagogie kann man ja einfach mal mit dem ganzen Körper interagieren. So einfach versuchen. Einfach nur versuchen und gucken, ob es klappt. Und das ist es, das ist der Punkt, wo Hypnagogien interessant werden. Weil dann kann man sich Fragen stellen, dann kann man sich mit den Sachen beschäftigen, die man sieht. Und die Hypnagogie reagiert auf eure Fragen. Sich mit irgendeiner Realität beschäftigen. Und die mit der Wahrnehmung beschäftigen und auch mit diesem Wunder, wie das eigentlich überhaupt möglich ist, das macht Spaß. Das ist für sich genommen schon ziemlich cool. Aber man kann dann, wie gesagt, auch Sachen lernen über sich selbst. Darüber zum Beispiel, wie man auf bestimmte Assoziationen kommt, die einem in der Hypnagogie dargestellt werden. Man beschäftigt sich mit diesem Bild und fragt sich, woher kommt das Bild, was für eine Idee verbirgt dieses Bild oder was für eine Aussage beinhaltet das Bild, wie geht es mir mit dem Bild, und kann so ein bisschen eine Deutung machen, wie eine Traumdeutung, nur ist das interaktiv. Und das ist ziemlich ergiebig, kann man viel darüber über sich selber lernen, und man kann natürlich auch was darüber lernen, wie überhaupt so diese Denkweise funktioniert, wie das Unterbewusste im Allgemeinen funktioniert. Wie das so abläuft, wie das assoziative Denken funktioniert, wie das eigentlich im Verhältnis steht zum logischen Denken. Weil wie gesagt, man kann ja auf der einen Seite dieses assoziative Denken
dem quasi Freiraum geben, dass es sich entfalten kann, wie es will, aber gleichzeitig ein Teil vom eigenen Bewusstsein bleibt im logischen Denken, im Beobachterdenken und nimmt alles einfach nur wahr und ist sich dessen bewusst, was hier abgeht und ordnet das irgendwie ein und versucht auch, sich das zu merken. Wenn man diese verschiedenen Bewusstseinsanteile gleichzeitig laufen hat, das ist eigentlich das, was man übt oder was sich lohnt zu üben. Und mit denen, wow, mit denen kann man dann arbeiten. Daneben. Also man lernt durch diese bewusste Wahrnehmung der Hypnagogien zum einen erstmal Traumerinnerung, wird dadurch auch besser, weil man erinnert sich quasi an flüchtige Dinge, die nichts mit der Realität erstmal zu tun haben. Und man lernt bewusst zu sein in diesen Zuständen und quasi das Kurzzeitgedächtnis auch innerhalb dieser Prozesse schulen, die teilweise, also Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, weil die so assoziativ sind, sich trotzdem die Sachen zu merken und auch den Übergang dieser Dinge. Und dadurch lernt man ja auch die Sachen zu deuten. Man versteht, wie man von einer Assoziation zur anderen kommt, wie diese Assoziationsketten aufgebaut sind. Übrigens, ne, man kann auch in der Wachwelt üben, sich besser an Hypnagogien zu erinnern und diese besser wahrzunehmen, indem man seine Wahrnehmung schult, indem man einfach verschiedene Sinneskanäle waren, zum Beispiel Gerüche, die werden meistens nicht so sehr beachtet, einfach mal im Wachen um die umhergehen, wie in einem Traum oder wie in der Hypnagogie und die Sachen anfassen, die Sachen angucken und bewundern und die Details anschauen und erforschen. Ja, so das nimmt natürlich dann auch einen Einfluss auf die Hypnagogien, die man dann hat. Und das macht an sich ja auch schon Spaß. Und es führt dann auch dazu, dass man, wenn man sich zum Beispiel sehr viel mit Gerüchen beschäftigt, ist klar, dass es dann auch leichter wird, dass Hypnagogien als Gerüche auftauchen. Jetzt als Beispiel. Wie gesagt, man kann auch Einfluss nehmen auf Hypnagogien, indem man an Dinge denkt, an denen man sich Fragen stellt, indem man Sachen ausprobiert. Ein bisschen interaktiv. Interessant finde ich, dass es halt sehr wichtig ist, nicht zu sehr zu forcieren, irgendwas Bestimmtes zu erleben. Ich habe ja vorhin in meiner Hypnagogie an den Wald gedacht und wollte im Wald so quasi mal rumschauen, was es so gibt. Und dann bin ich wieder zurückgeworfen worden auf das Bild von mir selber. Und ich habe das passieren lassen. Ich hab jetzt nicht erzwungen, im Wald rumzugucken, sondern ich bin bei dem geblieben, was sich mir dann eingibt. Und das ist wichtig, das ist auch im Klartraum schon wichtig. Man kann Impulse setzen, man kann Richtungen einschlagen, aber wenn die nicht fruchten, dann sollte man sie nicht erzwingen. Problem ist, wenn man die erzwingt, dann wacht man auf oder dann kommt man raus, dann ist auf einmal alles nur noch eine Vorstellung und eine bewusste Vorstellung. Und dann verliert das Ganze an Kreativität, dann verliert das Ganze an Mitarbeit vom Unterbewussten. Dann hat man auf einmal nur noch, dann hat man wieder diesen normalen Tagtraum. Das ist sehr interessant, weil anscheinend gibt es im Unterbewussten irgendwie ein gewisses Interesse, etwas ganz Bestimmtes darzustellen. Und manchmal ist dieses Interesse stärker als der bewusste Wunsch, etwas anderes zu sehen. Und dann sollte man sich vielleicht damit beschäftigen, warum will das Unterbewusstsein genau das jetzt darstellen? Vielleicht ist da irgendwie ja auch eine Berechtigung dahinter, ne? Und man lässt das dann passieren und kann sich damit beschäftigen. Das heißt ja nicht, dass man komplett alles passieren lassen muss. Man kann einfach mit dem, was das Unterbewusstsein anbietet, auch interagieren, auch Fragen stellen, auch sich fragen zum Beispiel, ja, was soll das jetzt? Was ist das denn hier? Was kann ich denn hier finden? Und gibt es da irgendwas Interessantes an dem, was mir das Unterbewusstsein jetzt vorschlägt oder vorgibt? Gibt es da irgendwas, wovon ich was lernen kann oder was mir auch Spaß macht? Kontrolle geschieht eigentlich von innen. Kontrolle geschieht eigentlich, wenn man in Verbindung ist, sage ich mal, mit seinem Unterbewusstsein, wenn man es geschehen lässt. Und das ist auch ein Tipp, den ich jetzt noch geben will. Wie kommt man in Hypnagogien? Wie werden die stärker? Wie werden die realistischer? Gebt eure Kontrolle auf. Lasst einfach passieren. Versucht nicht so viel Einfluss zu nehmen. Und es hat sehr viel irgendwie damit zu tun, auch loszulassen und vertrauen zu können in das, was kommt. Vertrauen zu können, weil häufig so im Wachbewusstsein ist man immer damit beschäftigt, also viele Menschen, ich auch so oft,
dass man irgendwie versucht, die Situation zu kontrollieren. Also zum Beispiel gedanklich, dass man einfach irgendwas durchdenkt und eine Struktur drin haben will und einen Überblick haben will und verstehen will, was da so abläuft. Und alles muss irgendwie sich daran danach fügen, was man für logisch und sinnvoll hält. Und wenn man in die Hypnagogien reingeht, dann muss man in gewisser Weise dieses Denken abschalten. Einfach sagen, nee, meine Gedanken sind nicht so wichtig, dass ich die jetzt weiter verfolgen muss. Ich lasse einfach mal meine Gedanken automatisch entstehen. Ich lasse einfach mal mein Unterbewusstsein denken und beobachte nur, was es denn denkt. Also bestimmte Bilder darzustellen, sich in eine bestimmte Landschaft zu begeben, gibt die Kontrolle auf. Und das ist auch eine ganz coole Übung fürs Wachleben. Die beeinflusst sowohl die Träume wie auch die Hypnagogien und natürlich das Wachleben selber auch. Einfach mal im Alltag, in einer bestimmten Situation, wo ihr euch wirklich safe fühlt, die Kontrolle aufgeben. Lasst einfach mal euren Körper machen. Lasst einfach mal machen, irgendwas passiert schon. Und lasst einfach mal spontan was machen, ohne dass ihr vorher wisst, ob das wirklich Sinn macht, was ihr da tut. Vielleicht ist es sogar Schrott, vielleicht ist es sogar dumm, vielleicht ist es hässlich. Aber lasst einfach mal machen. Und zum Beispiel, ihr könnt irgendwo entlang wandern, wie jetzt hier, ich bin im Wald unterwegs. Ich kann einfach mal sagen, okay, die Entscheidung, wo ich hingehe, die gebe ich jetzt komplett ab. Ich lasse einfach mal meine Intuition entscheiden. Ich laufe einfach irgendwo hin. Und mal gucken, wo ich lande. So. Solange es safe ist, natürlich wäre es blöd, wenn ich jetzt total in der Wildnis wäre und ihr wisst schon, aber hier in Deutschland, ne, und so weiter. Das nennt man Kontrolle. Kontrolle über die Natur. Ein anderer Aspekt, der so richtig cool mit Hypnagogien zusammenhängt, ist die Kreativität, die Kunst. Vor allem die automatische Kunst, also sowas wie Improvisation. Das knüpft sich sehr eng mit dem Thema an, was ich gerade gesagt habe, mit der Kontrolle. Kontrolle loslassen, einfach passieren lassen. Wenn man das übt innerhalb der Hypnagogien, also wenn man einfach Hypnagogien erforscht, genauso kann man auch vorgehen, in genauso einen Zustand kann man sich auch versetzen, wenn man Kunst macht. Ich habe öfter mal Klaviersonaten im Kopf. Ich kann halt leider nicht gut Klavier spielen. Wenn ich das könnte, dann könnte ich die umsetzen und ich versuche das auch zu lernen, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Oder man sieht irgendwie eine geile Szene oder ein geiles Motiv und dann kann man das malen, dann kann man das einfach oder zeichnen. Das heißt, durch die Hypnagogien kommen sehr kreative Ideen, die man dann künstlerisch umsetzen kann. Mit etwas Übung kann man zum Beispiel, während man die Augen offen hat, auch Hypnagogien sehen. Am einfachsten ist das noch, wenn komplett alles dunkel ist. Das heißt, man gibt sich einfach in diesen Zustand, wo man es dem Geist erlaubt. Da kann jetzt irgendwas auftauchen und man guckt einfach, was auftaucht. Das geht auch mit offenen Augen. Und allgemein kann man eben auch in der Kunst in so einen Zustand reinkommen. Ja, Kreativität ist ja häufig auch ein besonderer Bewusstseinszustand, vor allem wenn man dann in den Flow kommt. Man kann auf dem Bild, auf dem Blatt träumen oder auf dem Klavier oder sonst wo, mit der Sprache, beim Gedichte schreiben. Man kann träumen, das heißt, man lässt wieder, wie in der Hypnagogie, automatisch passieren. Man macht irgendwas, aber man kontrolliert es nicht. Und ich werde hoffentlich auch noch mal ein eigenständiges Video machen zu automatischer Kunst. Eine weitere Sache, die ich gerne empfehlen möchte, ist der Hypnagogic Report. Eine Technik, die wir, oder eine Tätigkeit, die wir auf einem Klartraumtreffen erfunden haben. Eine Person legt sich hin, geht in den Einschlafzustand. Dabei kann man helfen, indem ruhige, entspannende Musik gespielt wird und berichtet, wie ich das eben in einem Video gemacht habe, immer mal das, was sie so wahrnimmt, während eine andere Person zwischendurch Fragen stellen kann. Zum Beispiel, wenn die Person dann eine lange Zeit einfach nichts mehr sagt, kann man dann nochmal fragen, ja, was siehst du? Weil vielleicht die Person dann eingetrübt ist und nicht mehr wirklich
dran gedacht hat, das auch zu beschreiben, oder weil sie schon fast eingeschlafen ist. Und diese Fragen, die helfen halt auch immer wieder bewusst zu sein, und das Reden hilft, dass man die Sachen klarer wahrnimmt und auch, dass man nicht zu tief in den Schlaf reingeht. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil das Reden auch einen rausbringen kann. Man strengt ja den Körper an und dadurch kann es auch sein, dass die Bilder dann verschwinden oder so. Aber man kann es üben. Also man macht das einfach immer mal wieder. Es macht sehr viel Spaß. Es ist für die ganze Familie. Und ja, vor allem mit Freunden und so ist das eine sehr schöne Beschäftigung, weil man lernt auch was, man lernt sich irgendwie auch gegenseitig auf eine andere Art kennen. Man lernt sich in einem anderen Bewusstseinszustand kennen. Was auch geht, ist ein Hypnagogic Dialogue, könnte man es jetzt nennen. Einfach zwei Leute oder mehr, aber erstmal zwei, gehen beide in den Einschlafzustand, nehmen beide Hypnagogien wahr und reden dann beide darüber, was sie wahrnehmen. Natürlich können die nicht ununterbrochen labern und nicht zuhören. Es muss ja irgendwie ausgewogen sein. Man erzählt was und dann wartet man, dann erzählt die andere Person was. Und das Coole an der Sache ist, wenn beide es gleichzeitig machen, dann können sich die Hypnagogien so ein bisschen angleichen aneinander. Das ist dann quasi Shared Dreaming Light. Das ist das, was wissenschaftlich gesehen wirklich funktioniert, weil man hatte wirklich eine echte Kommunikation. Das ist der Vorteil bei Hypnagogien. Man kann halt noch reden. Mit etwas Übung kann man während der Hypnagogien problemlos reden. Und so findet eine Kommunikation zwischen zwei quasi Halbträumen statt. Dann erzählt die eine Person was und das baut sich bei mir ein. Das ist so ähnlich wie, ich habe ja vorhin davon erzählt, ich höre ein Flugzeug und dann habe ich auch ein Flugzeug gesehen. Die Eindrücke, die von außen kommen, die können dazu führen, dass man das dann selber auch sich vorstellt, automatisch. Das heißt dann zwar nicht, dass man genau das Gleiche wahrnimmt, aber es ist zumindest meine Version dessen, was die andere Person da erzählt. Und das, was mein eigenes Unterbewusstsein draus macht. Mein Geheimtipp, wie es möglich ist, möglichst Hypnagogien wahrzunehmen, möglichst viele wahrzunehmen, möglichst realistisch und so weiter. Der Geheimtipp lautet üben, üben, üben. Oder auch Motivation, denn wenn man motiviert ist, dann beschäftigt man sich damit intensiv und die intensive Beschäftigung ist einfach das, was man machen muss. Das ist ja eigentlich bei allem so. Es ist wirklich ein Geheimtipp für alles. Beschäftige dich intensiv mit der Sache und dann wirst du Erfolg haben. Die Frage ist ja nur, wie wird man so motiviert, dass man sich da intensiv mit beschäftigt und nicht frustriert irgendwann wieder aufgibt oder einfach keinen Bock mehr hat. Es macht zum Beispiel Spaß für mich, bouldern zu gehen. Ich will tatsächlich mehr Muskeln, aber das liegt eher daran, dass ich meine Nackenschmerzen loswerden will. Und dann ist das für mich so der Endzweck, aber es ist nicht der einzige Zweck. Und das Bouldern selber zum Beispiel, das macht auch Spaß. Oder Tanzen oder was auch immer, das macht einfach Spaß und deswegen mache ich es auch gerne. Genauso wäre es dann mit den Hypnagogien. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man ein hohes Ziel hat, weil das motiviert ja auch. Einen Klartraum haben durch Hypnagogien oder richtig intensive, geile Hypnagogien erleben. Cool, ja, cooles Ziel. Aber es ist wichtig zu sehen, dass halt auch die, einfach nur sich mal hinzulegen und nach innen zu schauen, ist an sich cool und interessant. Ja! Ist an sich cool und auch interessant. Ich liebe es, Stöcke rumzuwerfen, muss man sagen. Das ist geil. Und bestimmt hat es auch irgendeinen Trainingseffekt, aber das mache ich wirklich nicht, um irgendwas zu trainieren, sondern nur, weil es geil ist. Wenn man das als eine angenehme Tätigkeit gestaltet und auch empfindet, dann hat man die Motivation. Und dann ist es auch einfach, dran zu bleiben und sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, sodass man irgendwann halt auch viel dazu lernt. So. Und das gilt für alles im Leben und das wollte ich jetzt mal gesagt haben.